Niemals ist wie du, denn du bist groß. Denn du bist groß. Denn du bist groß. Denn du bist groß. Herzlich willkommen, gesegnete Zuhörer, zu eurem heutigen Programm Ein Brief an die deutschsprachigen Nationen. Hier auf Jesus ist Lord Radio, euer Endzeit-Erweckungsradiosender. Gesegnete Hörer, in der Bibel, in Maleachi Kapitel 3, Vers 23 und 24 lesen wir: Sieh, ich will euch den Propheten Elia senden, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Söhnen zuwenden und wird das Herz der Söhne ihren Vätern zuwenden, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Wahrlich sind dies die Tage seines Dieners. Der Herr hat seinen Propheten, seinen mächtigen Endzeitpropheten zu der Gemeinde weltweit gesandt, so wie er es in der Bibel versprochen hat. Wir können sehen, mit welcher enormen Kraft und Autorität er seinen Diener auf die Erde geschickt hat. Tote stehen auf, sie kommen wieder zum Leben. Zu seinem Wort erschüttert das ganze Universum. Zu seinem Wort kommt der Ozean heraus und kommt auf das Land und überschwemmt ganze Inseln. Zu seinem Wort bebt die Erde und Erdbeben passieren. Zu seinem Wort hören sogar die Wasser, das Brunnenwasser, das giftig Feuer war, ist jetzt rein, gesund und genießbar. Blutgruppen verändern sich. Und dies sind nur einige Wunder und Zeichen von den Tagen, in denen wir leben. Die Bibel sagt, wie es war zu den Tagen von Noah, so wird es sein bei dem Kommen des Messias. Noah predigte Gerechtigkeit. Noah predigte, bereitet euch vor für das Kommen des Herrn. Aber niemand wollte hören, niemand wollte die Worte von Noah befolgen. Und dann kamen die Fluten, die Sintflut kam. Und Noah und seine Familie wurde gerettet. Liebe Zuhörer, wir leben in solchen Tagen. Dies ist eine Wiederholung von den Tagen von Noah. Diese Zeit, diese Tage, in denen wir leben, sind sehr ehrfurchterregende Tage. Der Mann Gottes, der mächtige Prophet des Herrn, ist zu uns gekommen, um uns vorzubereiten für das glorreiche Kommen des Messias. Mögen wir jetzt verstehen und uns jetzt vorbereiten, so wie Noah, der Gott suchte und sich vorbereitet hat, Tag für Tag, Tag ein, Tag aus, für den Herrn. Es ist sehr überwältigend, in dieser Zeit zu leben. Was haben wir nicht gesehen? Wir, die Menschen dieser Erde, Krüppel können jetzt gehen und können wieder ein normales Leben führen. Viele, viele blinde Augen wurden geöffnet und die Menschen können jetzt sehen. Sie können jetzt selber die Bibel lesen. Sie können jetzt arbeiten gehen. Sie können jetzt Dinge tun, die sie vorher noch nie tun konnten. Lepra wurde gereinigt. HIV/AIDS geheilt, bis heute geheilt, Tumore, Krebs wurde geheilt, Leute, die bettlägerisch waren, wurden geheilt. Liebe Leute, was für eine mächtige Zeit, in der wir leben. Der Mann Gottes, der Diener des Herrn, ruft die Wolke Gottes und die Wolke Gottes steigt an einem helllichten Tag herab auf das Treffen. Und wir wissen nicht, wie weit der Himmel entfernt ist. Und der Vater steigt hinab in seiner dichten, dunklen Wolke. Der Mann Gottes, der Endzeitprophet des Herrn, verkündet eine massive Heilungssalbung von seinem Haus in Nairobi. Und eine massive Heilungssalbung fegt durch das Land und heilt viele, viele Menschen von schweren Krankheiten. Erinnert euch, verehrte Zuhörer, als der Mann Gottes Heilung auf Jesus ist Lord Radio verkündete,
wurde sogar das Baby Emi in Finnland geheilt. So viele Tausende von Kilometern reichte diese Salbung, diese Heilungssalbung. Wie ehrfurchtsam sind die Tage von dem Propheten Elia. Er ist derjenige, der den Stab des Himmels hält. Wir sehen, wie er die Erde traf mit Ebola, mit dem Zika-Virus. Bis heute sieht man die Auswirkungen. Allein die Tatsache, dass er heute auf der Erde geht, unter uns geht, ist ein schockierendes Wunder. Wir haben gesehen, wie Gott der Vater ihn öffentlich verklärt hat, öffentlich vor laufender Kamera, vor vielen Menschen. Dies sind schockierende Momente. Es ist offensichtlich, wir sind in einer sehr kritischen Zeit, geliebte Zuhörer. Gott der Vater spricht zu ihm. Sogar die Planeten, die Sterne, das Universum, die Galaxien, die Berge, der Ozean, die Sonne, der Mond hören auf seine Worte. Und wie schwer sind die Planeten? Wie schwer sind die Sterne? Sie erschüttern zu seinen Worten. Seine Worte sind so schwer und so hoch, dass das ganze Universum wackelt. Die Planeten, die Sterne, die Monde sind schwerer als die Erde. Geliebte Zuhörer, was erfahren wir? Was können wir lernen? Dass wir jetzt einmal anhalten in unserem schnellen, in unserem rasanten Leben und einmal anhalten, während wir zur Arbeit gehen, während wir unsere Kinder abholen, während wir die täglichen Arbeiten im Haushalt tun, dass wir jetzt einmal anhalten und sehen, was in unserer Zeit jetzt gerade passiert. Der Herr vollbringt all diese Dinge, um uns zu zeigen, wacht auf, die Rückkehr von Jesus ist nahe, bereitet euch vor, gebraucht diese Tage, diese Stunden, die noch verbleiben, sinnvoll. Diese Generation hat Verantwortung, diese gesegnete Generation, wo all diese Wunder und Zeichen passieren. Dies sind die Tage der letzteren Herrlichkeit. Es wird keine andere Zeit geben. Diese Generation hat Verantwortung und muss sich für all dies verantworten. Wir sollten uns jetzt also ganz genau fragen, was sagt der Herr zu der Gemeinde? Was spricht er durch seinen Diener? Was wir tun müssen, damit wir eintreten in das heilige Königreich. Keine Erschaffung auf der Erde kann diese Zeit, diese Wunder, diese Zeichen am Himmel und auf der Erde, die Stimme des Herrn jetzt ignorieren. Denn wir sehen, sogar das Universum hört auf ihn und wird erschüttert. Welche Nation auf der Erde kann sagen, wir bereiten uns vor, aber wir hören nicht diese Stimme, die Stimme des Herrn. Jetzt ist die Zeit, weise zu sein, klug zu sein, zu den weisen Jungfrauen zu gehören und verantwortlich zu sein, Verantwortung zu nehmen, jedes Wort von seinem Diener, den mächtigen Propheten des Herrn, zu hören und zu befolgen. Wir können nicht vergessen, in welchem Moment, in welcher Zeit wir jetzt leben. Es geht schnell, sich in tägliche Verpflichtungen, tägliche Routinen zu verlaufen und vergessen, in welch einer Zeit wir leben, in welchen Tagen wir leben. Wir sollten uns davon aber jedoch nicht mitreißen lassen und nüchtern und besinnt sein und diese Stimme hören, die der Herr zu uns gesandt hat, damit, wenn wir dieser Stimme folgen, die Ewigkeit sehen werden. Diese Tage kurz vor dem Kommen des Messias sollten jetzt ausgiebig genutzt werden, sich wahrhaftig auf sein Kommen vorzubereiten. Liebe Zuhörer, lasst uns die Bibel aufschlagen, das Buch Lukas, Kapitel 22, Vers 26 und 27. Und hier steht: Und die Menschen werden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die auf Erden kommen sollen, verschmachten, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Vers 27, und dann werden sie den Menschensohn in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit kommen sehen. In Vers 28 steht, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann blickt auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.
aufzustehen und unsere Häupter zu erheben bedeutet, sich vorbereiten für das Messias, indem wir Buße tun, indem wir umkehren von unseren bösen Wegen, von unseren alten Gewohnheiten, von den Hobbysünden. Sünde jetzt Sünde zu nennen, Buße zu tun und abzukehren. Wir können hier in dieser Bibelstelle sehen, dass der Herr über seinen Botschafter sprach. Jesus sprach über seinen Botschafter. Und dies sind die Tage, in denen wir leben. Die Worte seines Propheten sind so schwer, so hochmütig, so groß, dass das ganze Universum wackelt. Lasst uns seine Worte befolgen und uns auf das Königreich des Herrn vorbereiten. Liebe Hörer, ihr seid nun recht herzlich eingeladen, mit mir den Herrn zu preisen mit diesem Lobpreislied. Herr, wir rufen zu dir. Erwecke, erwecke uns, deinen Namen zu ehren. Erwecke, erwecke uns. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen hier auf Jesus ist Lord Radio. Ich sehe, ihr habt eingeschaltet aus Bern, Zürich in der Schweiz, aus Dortmund, Heidelberg, Chemnitz, Saarbrücken, Stuttgart, Backnang und Berlin. Herzlich willkommen noch einmal hier zu eurer Sendung, die euch vorbereitet auf das Kommen des Messias. Wir werden jetzt eine ganz wichtige, kritische Botschaft hören, mit dem Thema Dein Sitz im Himmel. Ich kann nur jedem empfehlen, alles mitzuschreiben und die Bibel in nächster Reichweite zu haben. Hier ist die Botschaft.
Listen, blessed saints. Hör zu, gesegnete Heilige. The midnight hour is near. Die Mitternachtstunde ist nahe. And the Lord says, und der Herr sagt, that when they were waiting for the midnight hour, dass als sie gewartet hatten auf die Mitternachtstunde, the hour of deliverance, die Stunde der Erlösung in Egypt, in Ägypten, he says this, er sagt dies, that God is holy, dass Gott heilig ist. And there was a case took place in the courts of heaven. Und es gab einen Fall, der zu den Höfen des Himmels vorherging. When Adam and Eve fell, als Adam und Eva fielen, there was a prosecution that took place up there. Gab es eine Anklage, die dort oben stattfand. And the case was brought before the eternal judge. Und ein Fall wurde vor dem ewiglichen Richter gebracht. And if you look at the writings, the depositions on that case, und wenn ihr die Schriften, die Ansätze über diesen Fall betrachtet, they said, sie sagten, the wages of sin is death. Der Lohn der Sünde ist Tod. And then, und dann a judgment was written, wurde das Urteil geschrieben by the eternal king, von dem ewiglichen König. And he said, und er sagte, yes, indeed, it is true, ja, tatsächlich, es ist wahr, that the Lord God, he is holy, dass der Herr Gott heilig ist. And therefore, und deswegen, the wages of sin is death, ist der Lohn der Sünde tot. And then he says, und dann sagt er, in that writing, in diesem Schreiben of the judgment, von dem Urteil, that from that point on, therefore, dass daher von diesem Punkt an, if any man sin, wenn irgendjemand sündet, the penalty is death, ist die Bestrafung der Tod. During that processing of the case, disposing that case, während diesem Ablauf von diesem Fall, diesen Fall aufzustellen, that is now when, das ist jetzt als, the Messiah heard the sentencing being done, der Messias hörte, dass jetzt die Verurteilung vollbracht wird, that God is holy, dass Gott heilig ist, and the wages of sin is death, und der Lohn der Sünde tot ist, and that whosoever sins must now die, und dass jetzt wer auch immer sündigt sterben muss. When the Messiah heard, als der Messias hörte, he stepped forward, trat er voran, in the upper chambers of justice, in den höheren Kammern des Gerichts, in heaven, im Himmel, and he lifted up his right hand, und er erhebte seine rechte Hand, and he said, und er sagte, however, jedoch, for the family of God, für die Familie Gottes, I step in, trete ich ein, and I pay the surety, I pay it now, und ich bezahle die Bürgschaft, ich bezahle sie jetzt, and the family of God, und die Familie Gottes is the church, ist die Gemeinde, and Israel, und Israel. He stepped forward as the firstborn. Er trat voran als der Erstgeborene. And he says, okay, I have heard the judgment. Und er sagte, okay, ich habe das Urteil gehört. But ja. However, aber jedenfalls, I stand in for the family of God, stehe ich für die Familie Gottes ein. And he said, und er sagt, whosoever shall receive Jesus, wer auch immer Jesus empfängt, and believe in him as Lord and Savior, und an ihn glaubt als Herr und Erretter, and accept a holy living of Jesus, und ein heiliges Leben von Jesus akzeptiert, and when you slaughter the lamb without defect, und wenn man das Lamm ohne Defekt schlachtet, take the perfect blood, nehmt das perfekte Blut of the perfect lamb, von dem perfekten Lamm without defect, ohne Defekt, and sprinkle on the doorpost and the window frame, und es an den Türpfosten und den Fensterrahmen besprenkelt. Why? Warum? Because he says, denn er sagt, when the hour of executing the judgment arrives, wenn die Stunde kommt, in der das Gericht ausgeführt wird, the midnight hour, die Mitternachtstunde, and when the Lord now comes to Egypt to judge Egypt for their sins, und wenn der Herr jetzt nach Ägypten kommt, um Ägypten für ihre Sünde zu richten, when the Lord, wenn der Herr sees the blood, das Blut sieht, at the midnight hour, zu der Mitternachtstunde, when he sees
the perfect blood. Wenn er das perfekte Blut sieht. Of the perfect lamb. Von dem perfekten Lamm. Then he will know. Dann wird er wissen. That here death has already happened here. Dass hier Tod bereits stattgefunden hat. I cannot kill anybody here. Ich kann hier niemanden töten. Because weil the death of a substitute der Tod eines Stellvertreters has happened here. Ist hier passiert. And the wages of sin is still there. Und der Lohn der Sünde ist noch tot. In this home, in diesem Haus. However, jedoch in this home, in diesem Haus, the blood of the lamb, das Blut des Lammes, reminds Jehovah, erinnert Jehovah, of the surety that Jesus paid, über die Bürgschaft, die Jesus bezahlte, Jesus, und sagte, for the family of God, I have paid it all. Für die Familie Gottes habe ich es alles bezahlt. Don't touch them. Berühre sie nicht. Geh an sie vorbei und erlöse sie. Und er sagt, die Mitternachtsstunde ist hier. Und jetzt gerade sagt er, dass ihr bedeckt sein sollt mit dem perfekten Blut von dem perfekten Lamm Gottes. That when the Lord will arrive, dass wenn der Herr ankommt, he will know, wird er wissen, that in your home, dass in deinem Haus, in your church, in deiner Gemeinde, death has anyhow happened. Tod ist irgendwie passiert. The death of a substitute. Der Tod eines Stellvertreters. The death of a substitute. Der Tod eines Stellvertreters. Ist hier passiert. And so he will not touch you. Und somit wird er euch nicht anfassen. Because now you are covered by his blood. Weil ihr jetzt bedeckt seid mit seinem Blut. And so I'm asking you, und nun, ich fordere euch auf. Please stop covering yourselves with technology. Bitte hört auf, euch selbst mit Technologie zu bedecken. Stop covering yourself with money and wealth. Hört auf, euch selbst mit Geld und Reichtum zu bedecken. Stop covering yourself with modernity and modernism. Hört auf, euch selbst mit Modernität und Modernismus zu bedecken. The latest fashions from Milano. Die aktuellste Mode von Mailand. Stop covering yourself with technology. Hört auf, euch selbst mit Technologie zu bedecken. The midnight hour is near. Die Mitternachtsstunde ist nah. Please cover yourself with the blood of Jesus. Bitte bedeckt euch selbst mit dem Blut von Jesus. The blood of Jesus. Das Blut von Jesus. And he says, und er sagt, when he will see the blood, wenn er das Blut sehen wird, he will bring you into the rest of the Lord to go and rest. Wird er euch in die Ruhestätte des Herrn bringen, zu gehen und sich auszuruhen. And he says, und er sagt, the fattened cattle have been slaughtered. Das gemästete Vieh wurde geschlachtet. The drinks have been served. Die Getränke wurden serviert. The foods have been served. Das Essen wurde serviert. When you get to the tables, there is something written reserved. Wenn ihr zu den Tischen kommt, ist etwas dort geschrieben, reserviert. A paper like this, sitting, saying reserved. So ein Papier, das aufgestellt ist und sagt, reserviert. The rooms have been reserved. Die Zimmer wurden reserviert. And when heaven looks at the church, und wenn der Himmel auf die Gemeinde schaut, your room, dein Zimmer, that Jesus went to prepare, für das Jesus ging, um es vorzubereiten. It shouts at you, es ruft zu dir and asks you, und fragt dich. That room asks you, your room, dieses Zimmer fragt dich, dein Zimmer. Your room that Jesus reserved for you, dein Zimmer, welches Jesus für dich reserviert hat. Asks you, are you coming? Fragt dich, kommst du? Look, schau, your room, dein Zimmer. There is a seat, a chair. Dort gibt es einen Sitz, ein Stuhl, with your name, mit deinem Namen, at the wedding supper of the lamb, auf dem Hochzeitsmahl des Lammes. And that chair is written Tuliki. Und auf diesem Stuhl steht Tuliki. That chair shouts. Dieser Stuhl ruft Tuliki. Tuliki. Look. Schau. Your chair. Dein Stuhl. Are you coming? Kommst du? Matthew chapter 8 verse 10 to 11.
Matthäus Kapitel 8, Vers 10 bis 11. When Jesus saw the faith of the centurion. Als Jesus den Glauben vor dem Hauptmann sah. And when he saw the faithlessness of the Hebrew people. Und als er den Unglauben von den hebräischen Leuten sah. When Jesus met the faith, the enormous faith of the centurion. Als Jesus den Glauben, den enormen Glauben von dem Hauptmann antraf. The Bible says, die Bibel sagt, he that is the creator, er, der der Erschaffer ist, the author and finisher of our faith, der Autor und der Vollender von unserem Glauben, he was shocked, war er schockiert. The author, the one that he created the faith for all, der Autor, derjenige, der den Glauben für alle erschaffen hat. When he met the faith of the centurion, als er den Glauben von dem Hauptmann angetroffen hatte. There are only two places in the Bible that the Bible says Jesus was amazed. Es gibt nur zwei Stellen, wo die Bibel sagt, dass Jesus erstaunt war. He was amazed at the faith of the Roman centurion. Er war erstaunt über den Glauben von dem römischen Hauptmann. No. Nein, I am not worthy. Ich bin nicht würdig. But thou shouldest come under my roof. Dass du unter meinem Dach kommst. You are the king of the universe. Du bist der König von dem Universum. You are the Messiah. Du bist der Messias. You are the creator of all things. Du bist der Erschaffer von allen Dingen. All creation obeys you. Alle Erschaffung gehorcht dir. Just say the words. Sage nur das Wort. He met that faith. Er traf diesen Glauben an. With a Gentile. Bei einem Heiden. A centurion. Und Hauptmann. He was amazed. Er war erstaunt. But when Jesus met the faithlessness of the Israelites. Aber als Jesus den Unglauben von den Israeliten antraf. The Bible says that's the second place he was also amazed. Die Bibel sagt, das ist die zweite Stelle, dass er auch erstaunt war. Then he said, dann sagte er. Many will come from as far east as South Korea. Viele werden kommen, so weit wie von Osten und Südkorea. And many will come from as far west as wherever. Und viele werden kommen von weitem Westen, wo auch immer. The setting of the sun. Das Untergehen der Sonne. Many will come from as far north as beyond Finland here. Viele werden kommen von dem weiten Norden, wie weit über Finnland hinaus hier. And many from as far south. Und viele wie weit vom Süden. As beyond Australia, New Zealand. Jenseits von Australien und Neuseeland. And look. Und schaut. He said, er sagte. They will pass by the children of Israel. Sie werden an den Kindern Israels vorbeigehen. And they will go straight and enter the eternal kingdom of Yahweh. Und sie werden geradeaus gehen und das ewigliche Königreich von Yahweh eintreten. And he says, und er sagt, they will sit down. Sie werden sitzen. On the table. Am Tisch. At that table, at the dinner table. An diesem Tisch, am Dinnertisch. At the wedding feast. Am Hochzeitsmahl. They will sit at that table. Sie werden an diesem Tisch sitzen. At the wedding feast of the Lamb. Am Hochzeitsmahl des Lammes. And they will sit with the patriarchs of Israel. Und sie werden mit den Patrioten von Israel sitzen. They will sit with Abraham. Sie werden mit Abraham sitzen. With Isaac. Mit Isaac. And Jacob. Und Jakob. And the God of Jacob. Und den Gott von Jakob. Sitting right there. Direkt dort sitzen. And the Gentiles. Und die Nichtjuden. That originally they were not allowed to sit with and eat. Denen es ursprünglich nicht erlaubt war, mitzusitzen und zu essen. Because the children of Israel refused to come and take their position. Weil die Kinder Israels es ablehnten, zu kommen und ihren Platz einzunehmen. He now announced this revival of the Gentile church. Verkündete er jetzt diese Erweckung von der nicht-jüdischen Gemeinde. That is the prophecy that brought this revival. Dies ist die Prophezeiung, die diese Erweckung gebracht hat. When he said, other people now will come. Als er sagte, andere Leute werden jetzt kommen. At the time of entry. Zu der Zeit des Eintretens. And they will pass the children of Israel. Und sie werden die Kinder Israels überschreiten. And they will go and sit on the same seats that belong to the children of Israel. Und sie werden gehen und auf den gleichen Sitzen sitzen, die zu den Kindern Israels gehören. They will go and sit
at the same seats, on the same seats. Sie werden gehen und auf den gleichen Sitzen sitzen, auf den gleichen Sitzen, that belong to the children of Israel, die zu den Kindern Israels gehören, and eat the wedding feast of the Lamb. Yes. Und das Hochzeitsmahl des Lammes essen. The Gentiles, die Nichtjuden, the people that have nothing, die Leute, die nichts haben. When he met the woman in Tyre and Sidon down there, als er die Frau in Tyre und Sidon dort unten traf, she said, sagte sie, my daughter is dying. Please help me. Meine Tochter stirbt, bitte helfe mir. He said, no. Er sagte, nein, woman, Frau, I was not sent to you. Ich war nicht zu dir gesandt. I was sent to the lost sheep of Israel. Ich wurde zu den verlorenen Schafen von Israel gesandt. And he said, und er sagte, why take away the bread of the children from the table? Warum sollte man das Brot von den Kindern vom Tisch wegnehmen and throw under the table und es unter den Tisch schmeißen to the dogs, zu den Hunden? That is how the Gentiles were called. Dies ist, wie die Nichtjuden gerufen wurden. But the little crumbs of the dogs, aber die kleinen Krümel von den Hunden, that woman said back, diese Frau sagte zurück, Lord, Herr, even we the dogs under the table here, we survive on little crumbs that fall here. Sogar mit den Hunden unter dem Tisch hier überleben wir mit kleinen Krümeln, die hier runterfallen. And he said, hey, how great is your faith? Yeah. Und er sagte, hey, wie groß ist dein Glaube? And now, und jetzt, the crumbs of the dogs, die Krümel von dem Hund, the crumbs under the table, die Krümel unter dem Tisch, and you, und du, the crumbs under the table, die Krümel unter dem Tisch, are taking you inside, bringen dich hinein. Be careful. Seid vorsichtig. Don't lose your seat. Verliere nicht deinen Sitz. Don't lose your rooms. Verliere nicht deine Zimmer. I have seen the Messiah take the church. Ich habe den Messias die Gemeinde nehmen sehen. I have not corrupted the word. Ich habe das Wort nicht verdorben. Every time I have come, jedes Mal, als ich gekommen bin, I have given you the faithful word of God, habe ich euch das treue Wort Gottes gegeben. Please, bitte, cover yourself with the blood of Jesus. Bedeckt euch selbst mit dem Blut von Jesus. And when you cover yourself with the blood, und wenn ihr euch selbst mit dem Blut bedeckt, you don't have to write to me, müsst ihr nicht zu mir schreiben. Anybody can just see that that person is covered by the blood. Jede Person kann einfach sehen, dass diese Person mit dem Blut bedeckt ist. Anybody can see. Jeder kann dies sehen. Because your identity will change. Denn deine Identität wird sich verändern. You will stop this modernism I see here. Ihr werdet diesen Modernismus aufhören, den ich hier sehe. And you will pursue the kingdom. Und ihr werdet das Königreich anstreben. Was für eine mächtige Botschaft, verehrte Zuhörer. Wie zeitgemäß und wie wichtig, dass wir diese Worte in uns aufnehmen und uns vorbereiten für das Kommen des Messias. Verehrte Hörer, in dieser Botschaft konnten wir hören, dass die Mitternachtstunde nahe ist. Der Herr sagt, als sie gewartet haben auf die Mitternachtstunde, die Stunde der Erlösung in Ägypten, sagt er, dass Gott heilig ist und es gab einen Fall, der zu den Höfen des Himmels hervorging. Als Adam und Eva fielen, als eine Anklage dort oben stattfand und ein Fall wurde vor dem ewiglichen Richter gebracht und als die Schriften über diesen Fall betrachtet wurden, sagten sie, der Lohn der Sünde ist tot. Und dann wurde das Urteil geschrieben von dem ewiglichen König. Und er sagte, ja, es ist wahr, dass der Herr Gott heilig ist und deswegen ist der Lohn der Sünde tot. Liebe Zuhörer, ich wiederhole es nochmal. Gott, der Vater, ist heilig und deswegen ist der Lohn der Sünde tot. Wir haben in der Botschaft gehört, dass in diesem Urteilsschreiben steht, wenn irgendjemand sündet, ist die Strafe tot. Während diesem Ablauf von diesem Fall hörte der Messias das, dass die Verurteilung vollbracht wird. Denn Gott ist heilig und der Lohn der Sünde
ist tot und dass jetzt, wer auch immer sündigt, sterben muss. Als der Messias dies hörte, trat er voran in den höheren Kammern des Gerichtes im Himmel und erhebte seine rechte Hand. Für die Familie Gottes tretete er ein und er sagte: Ich bezahle die Bürgschaft, ich bezahle sie jetzt. Und wir haben gehört, dass die Familie Gottes die Gemeinde und Israel ist. Jesus trat voran als der Erstgeborene und er sagte: Ich habe das Urteil gehört, aber jedenfalls stehe ich für die Familie Gottes ein. Er sagt, wer auch immer Jesus empfängt und dann an ihm glaubt als Herr und Erretter und, ganz wichtig, verehrte Hörer, ein heiliges Leben von Jesus akzeptiert, also ein heiliges Leben führt, das bedeutet, Jesus zu akzeptieren, ein heiliges Leben zu führen. Und wenn man das Lamm ohne Defekt schlachtet, das perfekte Blut von dem perfekten Lamm nimmt, ohne Defekt, und es an den Türpfosten und Fensterrahmen besprenkelt, und die Stunde kommt, in der das Gericht vollzogen wird, und der Herr jetzt nach Ägypten kommt, um Ägypten für ihre Sünden zu richten, wenn der Herr das Blut sieht zu der Mitternachtsstunde, wenn er das Blut sieht, wenn er das perfekte Blut sieht von dem perfekten Lamm, dann wird er wissen, dass hier Tod bereits stattgefunden hat. Er wird wissen, hier kann ich niemanden töten, wegen dem Tod von dem Ersatz, der hier passiert ist. Und der Lohn der Sünde ist Tod. Jedoch in diesem Haus ist das Blut des Lammes und erinnert Jehova daran über die Bürgschaft, die Jesus bezahlte. Jesus, der sagte, für die Familie Gottes habe ich alles bezahlt, berühre sie nicht. Geh an sie vorbei und erlöse sie. Die Mitternachtsstunde findet statt und es ist jetzt gerade so wichtig, dass wir bedeckt sind mit dem perfekten Blut von dem perfekten Lamm Gottes, dass wenn der Herr kommt, er wissen wird, dass in diesem Haus, in deiner Gemeinde, Tod irgendwie passiert ist. Der Tod eines Vertreters ist hier passiert. Somit wird euch nicht der Herr anfassen, weil ihr jetzt bedeckt seid mit seinem Blut. Liebe Zuhörer, es ist absolut kritisch und wichtig für unsere eigene Errettung, jetzt bedeckt zu sein mit dem Blut von Jesus. Wir haben in der heutigen Botschaft gehört, dass der Mann Gottes uns aufforderte, uns nicht mehr länger mit Technologie zu bedecken, uns mit Geld oder Reichtum bedecken zu wollen, aufzuhören, uns selbst mit Modernismus zu bedecken, mit der aktuellsten Mode aus Italien. Die Mitternachtsstunde ist nahe. Jetzt ist die Zeit, dass wir uns alle, dass wir Christen, dass jeder sich mit dem Blut von Jesus wahrlich bedeckt. Denn er sagt, wenn er das Blut bei euch sehen wird, wird er euch unter die Ruhestätte des Herrn bringen. Es lohnt sich jetzt, also jede Dunkelheit abzulegen, jede Sünde zu eliminieren. Und meine Frage an euch, an alle ist: Mit was bedeckst du dich, lieber Zuhörer? Mit was bedeckst du dich tagtäglich? Mit was bedeckst du dein Herz? Kann es sein, dass du dich mit Lügen bedeckst, mit Täuschung, mit falschen Lehren, mit dem Zuhören von falschen Predigern, selbsternannten Propheten? Kann es sein, dass du dich bedeckst mit Faulheit, mit Sturheit, dass du dich einfach nicht verändern lassen möchtest von dem Herrn? Kann es sein, dass du dich bedeckst mit Egoismus? Jetzt ist es Zeit, Buße zu tun. Buße zu tun, dass wir unser Herz, dass wir unsere christliche Errettung mit falschen Dingen bedeckt haben. Jetzt ist die Zeit, sich mit dem Blut von Jesus zu bedecken. Und das bedeutet wahrhaftige Buße, Buße der Wahrheit, Buße der Veränderung, eine Umkehr vor dem Herrn zu bringen. Dass wenn man vorher gelügt hat, dass man das jetzt nicht mehr tut, dass man, wenn man vorher in sexueller Sünde war, dass man sich davon jetzt absondert und ein heiliges Leben führt für den Herrn, denn er ist für uns gestorben am Kreuz und er wird bald zurückkommen, dass wir jetzt mit dem Blut, das er für uns vergossen hat, auf Golgatha bedeckt sind, anstatt Sünde und Dunkelheit in seinem Leben zu tolerieren.
Ohne Heiligung wird keiner den Herrn sehen. Gesegnete Hörer, in Römer Kapitel 13, Vers 12 steht: Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nah herbeigekommen. So lasst uns die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Vers 13: Lasst uns anständig leben wie am Tag, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid. 14: Sondern zieht des Herrn Jesus Christus an und pflegt den natürlichen Leib nicht, sodass Begierden erwachen. Der Herr wartet also auf eine Entscheidung, die wir Tag für Tag tun, dass wir nicht unser Leibliches pflegen, sondern auf Jesus fokussieren, kompletten Fokus auf Jesus haben und uns vorbereiten auf die Wiederkehr von Jesus Christus. Liebe Hörer, wir machen jetzt eine kurze Lobpreisrunde und danach werden wir weitergehen in dieser sehr wichtigen, essentiellen Botschaft. Gesegnete Hörer, wir haben heute in der Botschaft gehört, dass das gemästete Vieh geschlachtet ist. Das Essen wurde serviert, die Getränke wurden serviert, ein Papier ist aufgestellt und es steht dort reserviert mit dem Namen, mit deinem Namen. Die Zimmer wurden reserviert. Und wenn der Himmel auf die Gemeinde schaut, dein Zimmer, für das Jesus ging, um es vorzubereiten. Es ruft zu dir. Dieses Zimmer fragt dich. Dein Zimmer, das Jesus für dich reserviert hat. Dieses Zimmer fragt dich. Kommst du? Bist du bereit? Schau, dein Zimmer. Es gibt einen Stuhl mit deinem Namen auf dem Hochzeitsmahl des Lammes. Der Stuhl fragt. Kommst du? Lieber Zuhörer aus Berlin, aus Chemnitz, aus München, hörst du dein Zimmer rufen?
Es ruft dich Tag für Tag, kommst du, bereitest du dich vor. Dein Stuhl und dein Zimmer warten auf dich im Himmel. Bereitest du dich vor? Als Jesus den Glauben vom Hauptmann sah und den Unglauben der Hebräer sah, war er schockiert. Als Jesus den enormen Glauben von dem Hauptmann traf, war er total überrascht. Er, der doch den Glauben von allen erschaffen hatte, er war so erstaunt, denn der Hauptmann sagte: Ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Du bist der Messias, du bist der Erschaffer des Universums. Alle Erschaffung gehorcht dir. Sage nur das Wort. In Matthäus 8, Vers 11 spricht Jesus: Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich sitzen. Der Herr sagte, sie werden an den Kindern von Israel vorbeigehen und sie werden geradeaus gehen und das ewigliche Königreich von Jahwe eintreten. Sie werden am Tisch sitzen, am Hochzeitsmahl des Lammes und sie werden mit den Patrioten von Israel sitzen, mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob und dem Gott von Jakob. Liebe Hörer, dein Sitz wartet auf dich, dein Zimmer ruft nach dir. Bist du bereit oder lässt du dich von den täglichen Aufgaben und Problemen des Lebens mitreißen, dass du vergisst, dich in ständiger Vorbereitung auf das Kommen des Herrn zu befinden? In Lukas 21, Vers 36 spricht Jesus zu uns: Darum seid nun alle Zeit wach und betet, dass ihr würdig geachtet werdet, all dem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Menschensohn zu stehen. Jetzt zu dieser kritischen Zeit, wo jeder Tag zählt für die Vorbereitung des Herrn, sollten wir nicht unseren Stuhl verlieren, unser Zimmer im Himmel, das zu uns ruft. Wir haben gehört, wie wir es verlieren können, indem wir nicht glauben, indem wir zweifeln, indem wir nicht einmal verstehen, in welcher Zeit wir leben, indem wir das Weltliche erhöhen, die weltlichen Dinge erhöhen, den Modernismus erhöhen. Wenn uns diese Dinge wichtiger sind, jetzt ist es Zeit, Jesus mit seinem ganzen Herzen zu lieben. Und diese Liebe sollte sich widerspiegeln in unserer Vorbereitung, Tag für Tag, Stunde für Stunde, sich jetzt auf das Königreich, auf das kommende Königreich zu fokussieren und sich vorzubereiten. Seid mit dem Blut von Jesus bedeckt. Jeder kann sehen, wenn ihr mit dem Blut von Jesus bedeckt seid. Und das bedeutet, wenn wir ein Leben der Buße führen, ein heiliges Leben, wenn wir wahrhaftig Jesus Christus in unserem Leben empfangen haben. Verehrte Hörer, ihr habt jetzt die Möglichkeit, den Herrn Jesus Christus neu in eurem Herzen zu empfangen, Buße und Gebet vor dem Herrn zu bringen. Liebe Hörer, ihr könnt jetzt diese Worte nach mir wiederholen. Mächtiger König Jesus, heute komme ich vor dir. Mit meinem ganzen Herzen tue ich heute Buße für alle meine Sünden. Bitte wasche mich rein mit deinem kostbaren Blut, das du für mich vergossen hast auf Golgatha. Bitte vergib mir alle meine Sünden, die ich jemals getan habe. Heute kehre ich ab von allen Sünden und empfange dich ganz neu. In meinem Herzen als mein ewiglicher Herr und Erretter. Ich bitte dich, schreibe meinen Namen
in das ewige Buch des Lebens. Und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, der mir hilft, in diesen letzten Tagen in Heiligkeit und Gerechtigkeit zu leben. Bitte schreibe dein Wort ganz tief in mein Herz und führe mich in dein ewiges Königreich. Wenn du kommst, um deine heilige Gemeinde zu entrücken, bitte erinnere dich an mich und an meine Familie. Im mächtigen Namen von Jesus Christus bin ich heute wiedergeboren. Amen. Ja, liebe Zuhörer, lasst uns auch nochmal zusammen beten. Allmächtiger Vater, vielen Dank für jeden, der heute diese Sendung gehört hat, der Buße getan hat. Bitte helfe einen jeden in seiner Situation mehr und mehr zu dir zu kommen, nur dich im Fokus zu haben, nur sich für das Himmelsreich vorzubereiten. Vater, bitte nehme alle Ablenkungen und Störungen aus ihrem Leben, sodass sie sich mehr und mehr für dich, für dein Kommen vorbereiten, dass sie ein heiliges Leben leben, Sünde bezeichnen und die Sünde tadeln und die Sünde eliminieren. Dank sei dir, Vater, Ruhm und Ehre sei dir. Wir preisen dich, allmächtiger, ewiglicher, mächtiger König. Gesegnete Hörer, wir kommen nun zum Ende von dieser heutigen Ausgabe, ein Brief an die deutschsprachigen Nationen. Mein Name ist Pastorin Julia Bruchwitz und für alle Fragen, für Gebetsanliegen könnt ihr uns unter der E-Mail-Adresse erreichen. Sie lautet jesusislord.fmradio@gmail.com und ihr könnt uns auch gerne anrufen, wenn ihr gerne zum Gottesdienst gehen möchtet. Wenn ihr zu Gebetstreffen gehen möchtet, könnt ihr uns anrufen unter der Telefonnummer +49 für Deutschland und dann 160-920-10220. Wir freuen uns, von euch zu hören. Seid gesegnet und bereitet euch vor für das Kommen des Messias. Bis zum nächsten Mal hier auf Jesus ist Lord Radio. Die Ehre und
es ist wie du, denn du bist groß.